Moin Leute, willkommen im Bruderland. Ich sitze hier gerade wieder mit ein paar Saugrobotern und zwar hat mir Jedi vor einiger Zeit den Jedi Wack 2 Pro zugeschickt. Das ist quasi so den ihr Premium-Modell und das ist quasi eine Steigerung zu dem Jedi Wack Hybrid, den ich vor ein paar Monaten hatte. Und das Ding ist hier unten wieder fleißig vor sich hingefahren, parallel zu meinem EcoVax D-Bot N8 Pro. Und es wird Zeit mal so für das abschließende Fazit, was da jetzt gut war, was da jetzt schlecht war. Und falls euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Vielleicht gleich vorab für die Leute, die es nicht wissen. Jedi ist ja quasi eine Untermarke von EcoVax. Deswegen, wie ihr hier sehen könnt, sehen die eigentlich ziemlich identisch aus. Der einzige Unterschied ist, dass EcoVax ja prinzipiell so auf diese LiDAR Tower, also auf diese Lasererkennung setzen, während ihr es bei Jedi halt dieses Virtual Slam halt Mapping ist, quasi der fotografiert oder der kartografiert die Decke sozusagen und darüber hangelt er sich quasi durch und erstellt eine Karte, hat alles seine Vor- und Nachteile. Und darauf werde ich nachher auch nochmal im Detail eingehen, aber nur damit ihr das schon mal wisst. Und ansonsten hat das Ding auch nochmal vorne hier, ne, so seine Kamera für die Hinderniserkennung. Und also auch wenn man so reinguckt, das sieht alles ziemlich ähnlich aus. Und man kann auch theoretisch die Behälter vertauschen und rein und raus tun. Also ihr seht schon, das sieht alles ziemlich gleich aus. Auch von unten, wenn man sich das anguckt, sieht das auch alles ziemlich ähnlich aus. Der wohl größte Unterschied ist eigentlich, dass die Jedi-Geräte hier nur eine Bürste haben, während es bei EcoVax zwei Bürsten sind. Das hat jetzt aber auf die Saugwirkung nicht so den großen Unterschied gehabt. Und auch sonst seht ihr alles hier. Es sieht ziemlich ähnlich aus, auch was die Sensoren angeht. Also nur, dass ihr es wisst, ne? Also das ist quasi die gleiche Technik mit einem anderen Label. Und dementsprechend passt das für mich auch so vom Vergleich. Was vielleicht die größte Änderung an dem Jedi Wack 2 Pro ist im Vergleich zu dem Hybrid, den ich vorher hatte, ist prinzipiell das Thema Wischen. Und normalerweise wische ich ja nicht mit den Saugrobotern, das mache ich gleich hier als Disclaimer vorab. Ich habe es natürlich trotzdem ein paar Mal ausprobiert. Und das hier ist quasi die neue Wischstation und die hat halt den Vorteil, dass sie halt so oszilliert und dadurch halt ein besseres Wischergebnis kriegen soll im Vergleich zu der alten, die dann relativ einfach gehandhabt wurde. Der ist dann halt nur durch die Gegend gezogen, da hat sich nicht großartig viel getan. Und hier vielleicht noch der Hinweis gleich, dieses Pad hier oben, das kann man problemlos einfach abziehen und wieder drauf machen zum sauber machen. Also ich habe es einfach in die Waschmaschine gesteckt oder sowas oder unter warmem Wasser abgespült und es hat dann auch danach immer noch problemlos gehalten und wurde dann auch sauber. Wieder zum Wischergebnis sage ich nur so viel: Das Ding wischt, man kann da auch ein bisschen was einstellen in der Jedi-App und das Ergebnis war auf jeden Fall besser als vorher. Da ist aber durchaus noch Luft nach oben, aber da gibt es ja auch bei Jedi die extra die Mop-Station, ne, mit diesen rotierenden Wischmops, die dann sauber machen. Das ist dann ein ganz anderes Level, was das Thema Wischen angeht. Aber wie gesagt, zum Wischen will ich gar nicht so viel zu sagen. Kommen wir mal zum Thema Saugleistung. Der Jedi Wack 2 Pro hat im Gegensatz zu dem Wack Hybrid ein bisschen mehr Saugkraft. Vorher hatten wir 2.500 Pascal, jetzt sind wir bei 3.000. Merkt man das im Alltag? Ehrlich gesagt nicht. Ne? Den Dreck, den ich so wie hier unten im Keller habe, der wird egal mit welcher Stärke eingesaugt. Was am interessantesten ist und was ich hier auch immer so ein bisschen intensiver teste, ist die Sache mit der Fehlererkennung. Schafft es der Roboter zurück oder schafft er es nicht? Und ich habe ja hier unten so meine verschiedenen Szenarien und ich habe hier unten prinzipiell auch drei Räume, die ich immer abfahre. Da kann ich so viel sagen: Der Jedi Wack 2 Pro im Vergleich zu dem EcoVax D-Bot N8 Pro, wenn er nur zwei Räume machen muss, ne, das ist mein Fitnessraum und die Waschküche, da ist er ein paar Minuten schneller. Ich blende euch einfach mal ein paar Statistiken, damit ihr euch mal das so grob vorstellen könnt, über was ich hier rede. Da ist er schon schneller und die Fehlerquote, also die Male, wo er es nicht zur Station schafft, die sind eigentlich auf demselben Level. Die haben beide damit ein Problem, wenn das Springseil von meiner Tochter unten liegt, dann killt es beide. Aber ansonsten hat er es eigentlich recht heil geschafft. Was vielleicht noch interessant ist, mein D-Bot N8 Pro ist immer wieder unter mein Laufband gefahren und dort stecken geblieben. Der Jedi Wack 2 Pro hat den Vorteil, dadurch, ihr seht es ja schon vom Formfaktor, der ist ein bisschen niedriger, der ist da nicht stecken geblieben. Ja, auf der anderen Seite hat er wiederum das Problem, unter manche Sachen kommt er drunter und bleibt dann stecken, wo er gar nicht erst reinfahren würde. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wo die Probleme anfangen, ne? Also
wie gesagt, Virtual Slamming und LiDAR Scanning. Problematisch wird es bei dem, wenn eure, ich sag mal, euer Grundriss ein bisschen verwinkelter ist oder er durch mehrere Türen muss. Und hier hatte ich das Problem gehabt, dass er, wenn er jetzt hier in meinem Büro, wo ich jetzt gerade bin, das ist quasi der letzte Raum hier im Keller, da hat er es öfters mal geschafft, dass er irgendwann in irgendeine Ecke gekommen ist und dann aufgegeben hat und nicht mehr zurückgefunden hat. Das habe ich mit dem LiDAR-Robot dann eigentlich nie das Problem gehabt. Außer wenn die Tür zu war, dann haben sie es nicht mehr geschafft. Aber das ist öfters mal vorgekommen. Und eine entscheidende Schwäche von der Version hier, also es gibt andere Virtual Slam-Roboter, die haben das Problem nicht. Und zwar, wenn es dunkel ist. Ich bin ja hier unten im Keller und da ist jetzt nicht so viel mit Tageslicht. Tagsüber kann ich den rumfahren, da kann er sich gut orientieren, aber wenn es stockduster in der Nacht ist, dann sind hier keine Lampen oder sowas. Es gibt manche, die haben nämlich hier quasi nochmal so einen LED-Ring, die dann quasi nochmal quasi Decke anstrahlen, um sich zu orientieren. Das hat der jetzt nicht. Also wenn er im Dunkeln unterwegs ist, dann verirrt er sich und kommt nicht mehr zurück und schreit irgendwann um Hilfe. Das solltet ihr nur im Hinterkopf behalten. Die Roboter mit LiDAR haben das Problem normalerweise eigentlich nicht. Kommen wir vielleicht mal kurz, ich gehe mal kurz durch. Die Funktionen sind hier ziemlich ähnlich und vom Aufbau ziemlich ähnlich, wie es man von der Ecovacs-App kennt. Aber hier seht ihr dann zum Beispiel die normale Kartenfunktion. Ne? Also er kartografiert es, er weiß dann, wo er langfahren kann, wo er nicht langfahren kann. Hier ist zum Beispiel die Dusche oder sowas, ne? Oder hier sind Schränke oder sonst was. Und hier kann man dann quasi auch sagen, was er machen soll, wie stark er saugen soll, wie oft er saugen soll. Im Plan kann man hinterlegen, was man so kennt. Man kann auch prinzipiell die Karte so ein bisschen anpassen, kann man sagen, wo soll er wischen, wo soll er nicht langfahren und so weiter. Also es sind so die Standarddinger, die man kennt und die funktionieren eigentlich auch ganz gut. Eine vielleicht ganz interessante Anmerkung ist, dadurch, dass die Dinger ja relativ baugleich sind. Es gibt ja auch für die Jedi-Saugroboter eine Absaugstation. Die kostet, glaube ich, ähnlich viel wie bei Ecovacs, so um die 150 bis 200 Euro, je nachdem. Und der interessante Part daran ist auch wirklich, dass die miteinander kompatibel sind. Also insofern, ich habe ja beide meine Roboter nebeneinander stehen und wenn ich die mal parallel losfahren lasse, habe ich es häufiger gehabt, dass dann der Ecovacs-Saugroboter zum Beispiel auf der Saugstation vom Jedi war und andersrum. Einzige Problem da war halt, der Jedi ist zwar auf die Absaugstation von dem N8 Pro gefahren, aber die hat er nicht aktiviert, also den Absaugmodus hat er nicht aktiviert. Da scheint es wohl doch irgendwie Unterschiede zu geben zwischen Absaugstationen, aber ansonsten, was die Navigation angeht, ne, wenn seine Ladestation besetzt ist, dann fährt er einfach auf die daneben. Das funktioniert. Daran merkt man auch wirklich, dass die Dinger dann doch sehr, sehr baugleich sind und aus derselben Fabrik kommen oder sowas. Ich weiß es nicht. Jetzt stellt sich die abschließende Frage. Jetzt haben wir rund 300 Euro oder 450 normaler Preis, aktuell 300 Euro. Lohnt sich das? Und für 300 Euro würde ich auf jeden Fall sagen, das ist eine todsichere Sache. Kriegt den schönen Saugroboter, den Jedi Vac Hybrid, den habe ich ja gerade bei meinen Schwiegereltern und dann fährt er dort seine Runden und ist zuverlässig und wenn ihr eine Absaugstation dazu haben wollt, dann kostet das, wie gesagt, noch ein bisschen mehr. Dann seid ihr aber da ein bisschen flexibler. Für 450 Euro ist es schon wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen kritisch, weil ich sage, das ist so die Grenze, wo man teilweise andere Saugroboter mit Station bekommt oder die ähnlich gut fahren oder mit LiDAR und Kamera und sowas. Also ist aber jetzt nicht so eine Sache, wo ich sage, da, das würde ich uneingeschränkt verkaufen. Was man prinzipiell sagen kann, wenn ihr einen relativ quadratischen Grundriss habt, ohne große Hindernisse, da ist in der Regel der Jedi, ich weiß nicht, ob das auf alle Saugroboter mit Virtual Slam ist, die sind da schon schneller als die mit dem LiDAR-Scanner. Und er ist auch ein bisschen sachtsamer umgegangen mit Hindernissen. Während der D-Bot so bum, 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 bum überall dagegen, da ist der eigentlich relativ entspannt und leicht an die Hindernisse gefahren. Sobald der Grundriss ein bisschen komplizierter wird, würde ich davon abraten und eher zu einem Roboter, zum Beispiel den D-Bot N8 Pro oder sowas, ne? Also irgendeinem LiDAR-Scanner raten, weil die dann doch ein bisschen besser sind, was die Kartografierung angeht und was die Hinderniserkennung angeht. Aber das müsst ihr einfach mal schauen. Die funktionieren beide. Das Ding hat auch seine Daseinsberechtigung. Und was ganz schön ist mit diesem Wischmob, das funktioniert auf jeden Fall schon mal besser als bei den meisten anderen. Und da müsst ihr aber auch für euch dann einfach mal testen, wie das bei euch auf euren Fliesenböden ausschaut. Und das kann man auch nicht universell sagen. Es gibt genügend Leute, die das in irgendwelchen Laborbedingungen getestet haben, aber da müsst ihr immer schauen, ob das für euch wirklich passt. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Was, wie gesagt, ganz schön ist, also mit diesem Oszillieren, mit dem